Stadt-TV Brühl. Wir zeigen's Ihnen. Breidenbach, welchen Bezug haben Sie zu diesem Haus? Ja, das ist das Haus meiner Großeltern, also von der Breidenbach-Seite. Und mein Vater ist ja aufgewachsen. Mhm. Was war in diesem Haus früher drin? Ganz früher gab es hier mal eine Bäckerei drin. Ja. Wie ich weiß, war das die Bäckerei Diekhoff. Und sind Sie hier auch als Kind dann drin gewesen? Ja, als Kind bin ich hier. Ja, ja, ich war ja oft bei der Oma. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Man sieht ja, dass hier jede Menge zu tun ist, ja. Herr Breidenbach. Was sind so Ihre Gründe, dass Sie sagen, okay, ich möchte dieses Haus jetzt renovieren und restaurieren? Also, dass ich ein Altrüscher bin, das ist ja bekannt. Und als Kind, wie ich hier mit der Oma, bin ich ja auch mit aufgewachsen hier, also nicht aufgewachsen, aber immer wieder hier gewesen. Und da bin ich mit meinem anderen Opa, sind wir schon mal in Kommern gewesen. Mhm. Da habe ich immer so vom Fachwerkhaus geschwärmt. Und da sagt meine Oma hier aus dem Haus, die sagte dann, hier heißt der Alt Mott, hier ist der Alt Hüsche. Ja. Ich sage, da sieht man ja nichts mehr von. Da war von dem Fachwerk aber nichts mehr zu sehen. Ne? Also hier kannst du restaurieren. So. Aber das war mir Blödsinn, da war ich noch klein. Ja. Ne? Aber da war das schon so ein bisschen grundgelegt. Mhm. Und was ist jetzt der Plan, wenn es dann irgendwann mal fertig ist? Ja, jetzt sind wir im Moment so, dass ich es eventuell als Ferienwohnung, als Gästehaus halten kann. Herr Breidenbach, Sie haben gerade am Anfang hier einen Begriff gebraucht, Altrüscher. Können Sie unseren Zuschauern mal erklären, was das ist oder was man darunter versteht? Ja, eine Altrüscher, das ist ein Lumpenkrämer, das sind so Leute, die an alten Sachen hängen. Wir stehen jetzt hier an einer Wand mit jeder Menge Holzbalken. Ist das noch ganz alt oder das sieht nämlich anders aus als das? Ja, ist folgendes. Diese Wand hat vorher genauso bestanden. Das war die Trennwand zwischen Küche und Wohnzimmer. War verputzt und an dieser Innenseite war ein Waschbecken. Und da die ja landwirtschaftlich ziemlich tätig war, hier wurde ja alles mit Schwitzwasser, mit Kochen, mit. Und die war feucht und die waren komplett bis hier nur noch Moder. Die waren weggefault. Und ist diese Wand mit teilweise alten Hölzern wieder ganz genau so, wie die alte war, neu errichtet worden und wieder hineingeflochten, weil die hat auch statisch muss die stehen, weil die deshalb sind die auch schräg, die Balken. Aber das wird jetzt hier noch ausgefüllt, ne? Nein, das bleibt jetzt offen. Das bleibt offen. Nur unten wird ausgemauert mit sichtbaren Steinen, sonst haben wir keine Stellfläche mehr. Aber das war ja Küche und das ist Wohnzimmer gewesen und das soll dann optisch doch größer wirken. Gibt es denn noch irgendwo hier im Haus wirklich ganz alte Holzbalken? Ja, ja, klar. Von denen Sie sagen können, die sind wirklich noch von hier. Ja. Zum Beispiel, wenn man sich hier rumdreht, diese hier, das ist alles alt. Hier das, diese Schrägen, die hier, hinten die Wand, die ist komplett alt. Also. Gehen wir mal rauf, wie es da ist, gehen Sie mal vor. Junge, Junge, müssen wir den Kopf ganz gut einziehen. So. Ich dachte, nee, ja, die haben ja mit einem Loch in der Decke geheizt. Also da wurde abends der Deckel aufgemacht und da ging die Hitze hoch. Ja, das kann ich vorstellen. Und das war das Zimmer von dem Bruder von meinem Vater. Hier war vom Vater das Schlafzimmer. Da schlief der Uropa und meine Großeltern. Und da links das Bett, hier war ein kleiner Schrank, da stand eine Waschkommode. Und hier war noch ein kleines Öfchen drin, hier stand ein Bett und da in dem nächsten Raum, da stand auch so eine Waschkommode mit Kanne. Ja, der Boden ist deshalb abgeklebt, weil der ist schon mit neuen Dielen gemacht, aber genau mit dem Maße gleich, also alles so, die waren doch wurmig und so dünn gelaufen, das ging mir wie auf Gummi. Ne? Ja, und hier drunter waren auch Pliesterlätzchen. Die waren mit Strohlehm verputzt und dann ist in der 40er oder 50er Jahre ist hier Heraklit draufgekommen, als Putzträger. Ne? Und das werde ich allerdings erneuern.
wollen wir damit Lehm verputzen und hier ein wenig isolieren mit Strohlehm noch. Ja, so ist das dann doch im Winter zu kalt. Aber im Grunde bleibt das, wird das so wieder neu gemacht. Also in den 40er Jahren ist hier ein neuer Dachstuhl draufgekommen. Da ist oberhalb vom Dorf Anfang vom Krieg eine Luftmine gefallen. Und da war das ganze Dach fliegen gegangen. Und mein Großvater hatte eine Zinkwanne und unterm Tisch hatte sie Deckung genommen. Und danach ist das renoviert worden und auch außen mit Zement verputzt. Zumindest hatte das aber zur Folge, dass das dann feucht und schwitzte. Und dadurch ist das Haus modrig geworden. Sie machen das doch sicher nicht alles ganz alleine. Was für Hilfen haben Sie da? Ich hatte einen Schreiner, der heißt Daniel Göring von Brühl. Mhm. Der hatte noch einen Lehrjungen dabei. Aber sonst sind sie vorwiegend alleine. Ja, ja. Musik.